Hunter wir und herzlich willkommen zurück zu Sims 2 in Schönsichtingen mit Familie Steffen. Und es ist voll das Chaos bei Familie Steffen, weil uns wurde der Hund weggenommen, weil er einfach verhungert ist hier bei mir. Finde ich natürlich wirklich traurig, aber okay, ich konnte letztendlich dann irgendwie nichts machen. Ich möchte jetzt noch eine weitere Etage hinzufügen. Ich guck mal gerade. Also ich mache jetzt mal ein bisschen hier quasi Umbau. So, ich brauche erstmal eine Treppe. Und ich möchte auch hier gerne nochmal eine Wendeltreppe haben. Wie wir sie ja schon mal haben. Decke zu niedrig. Ich hatte mir das beinahe gedacht, dass das Dach hier weg muss. Erstmal. Was mir gerade einfällt. Irgendwo habe ich ein Dach vergessen, glaube ich. Das kann bei mir immer mal wieder passieren. Ich und Dächer, ich hab's nicht so mit den Dächern. So. So, dann gucke ich mal. Wie muss ich mir denn jetzt hier rein? Ah ja, okay. Ich würde eigentlich so ein bisschen das offener machen. Deswegen mache ich es mal ein bisschen weiter nach hinten. Ich würde nämlich jetzt auch tatsächlich sagen, ich mache zwar hier noch ein Zimmer. Ich denke mal, das ist auch ein relativ kleines Zimmer eigentlich in Bezug auf manche andere Zimmer, die ich habe. Aber ich würde tatsächlich mal hier die Wände jetzt wegmachen wollen. Komm, ist egal, das mache ich komplett weg. Genau so, dann. Warum kann ich das jetzt nicht aufheben? Hä? Achso, weil es an ist wahrscheinlich. Ja gut, das kriege ich noch. Das kriege ich dann wieder weg. So, mache ich hier mal in die Ecke. Oder was ist wohl? Was ist wohl besser? So, wenn ich eine Tür reinmache? Nee, ich finde eigentlich, das wird schon ein bisschen besser. So. Okay, das machen wir natürlich auch weg und das mache ich auch weg. Und das passt eigentlich, na wobei, so ein bisschen da rein. Das war für den Schreibtisch. So vielleicht? Das wird halt irgendwann auch mal ein Kinderzimmer werden. Und das ist halt jetzt so ein offener Flur. Achso, ein was noch. Moment. So. Und genau, das ist jetzt ein schöner großer Flur. Sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Und die Zwillinge, die werden jetzt hier oben einziehen. Also die Teenie-Zwillinge, die sind ja jetzt quasi Teenies, also Teenie geworden. Ich bin noch ein bisschen am Überlegen, ob ich jetzt wirklich alles machen soll. Das ist ein komplettes. Theoretisch reicht mir eigentlich. Ich spiele mal ein bisschen. Da können wir immer noch sowas wie eine Terrasse eigentlich hier oben machen. Das fände ich sogar nicht schlecht. Ich hätte jetzt gerne mal irgendein billiges. Genau, das ist immer das hier, was ich nehme. Super, damit ich das besser sehe. Okay, mal gucken, ob es mir reicht. So, man kommt also hier hoch. Dann würde ich direkt eigentlich, das macht ja nichts, kann man ruhig direkt hier das machen. Dann können wir hier nämlich noch ein Bad hinmachen. Nee, das ist jetzt irgendwie blöd. Moment. Wenn ich jetzt hier raus zwei Zimmer mache, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, passt natürlich nicht ganz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, dann würde ich hier vorkommen.
Gott, das sieht doch doof aus. So? Ist ein bisschen Scheps, aber ich muss irgendwie die Türen reinkriegen und dass die Türen auch passen. So, Moment. Oh, da könnten wir tatsächlich mal, bleib draußen, die Tür nehmen. Dann wird, wenn ich allerdings tatsächlich hier eine Terrasse machen möchte, dann müssen wir entweder durchs Bad gehen oder... Nee, das ist ja auch blöd. Wartet mal. Ich mach's nochmal ein bisschen anders. Okay, warte, Moment. Jetzt gebe ich ein bisschen Geld aus, aber egal. Dann würde ich nämlich sagen, okay, dann machen wir hier nochmal einen Flur. Und 1, 2, 3, 4, 5... Ich mache ihn zweimal größer. So, und das mache ich wieder weg. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich exakt gleich groß ist, aber egal. So, und dann könnte man jetzt hier quasi nochmal eine Terrasse machen. Soll ich die gleich mitmachen? Ja, komm, ich mache die gleich mit. Ich mache... Okay, Mama. Sauberstern-Teppich habe ich hier unten. Okay. Machen wir tatsächlich die komplette Terrasse hier oben. So. Ist doch cool, oder? Dann möchte ich noch, wobei ich weiß gar nicht. Schicker Zaun, doch. Das geht. Das weiß ich zwar jetzt noch nicht, ob ich die schon komplett einrichten werde, muss noch gar nicht so sein. So, ich brauche aber auf jeden Fall noch ein paar Fenster. Für mein Bad würde ich, also ich würde jetzt da draußen natürlich nichts machen, das wäre ein bisschen blöd, wenn man dann von der Terrasse ins Bad gucken kann. Deswegen mache ich hier drei Stück rein. Und ansonsten nehme ich die Fenster. So. Wobei hier mache ich es aber trotzdem, oder? Decke zu niedrig. Was? Ich habe doch hier gar keine Decke. Echt jetzt? Ich kann das hier nicht dran machen? Krass. Dann machen wir nochmal. Warte mal. Hä? Muss an eine Wand. Ja, ja. Ich mache hier nochmal eins rein. So, die Türen wollte ich gerade vorhin machen. Also mache ich trotzdem hier die schräge und einmal eine blaue. Die machen wir in sein Zimmer. Und dann nehmen wir noch hier irgendeine Tür. Nehmen wir so eine blaue, das passt schon. Ist es angenehmer, wenn man davon aus... Ja, das passt schon. So, dann... Was? Nee, nee, nee. Moment. Schicker Zaun. Da will ich nur nicht runterfallen müssen. Ändere ich gleich sowieso noch mal ein bisschen ab. So. Aber ich brauche auch noch eine Tür nach draußen. Das hatte, glaube ich, gerade auch nicht funktioniert, oder? Wie war das? Decke zu niedrig. Ich habe hier doch gar keine Decke. Guck mal, da geht's seltsamerweise. Und dann hier nicht mehr. Was habe ich denn da falsch gemacht? Moment mal. Komisch. Ich habe... Leute, ich habe es doch genau extra deswegen gemacht. Jetzt habe ich eine Terrasse, ich kann nicht mehr raus, nicht mal raus in die Terrasse. Wie doof ist das denn?
Okay, ich mach mal gerade. Ah, ich glaube, ich weiß, was das Problem war. Ich hatte hier noch was drauf. Geht's jetzt? Sehr schön. Sehr schön. Gut, jetzt passt es nämlich auch. Ich habe also jetzt auch ein Dach, ne? Genau. Oh, stimmt. Ich muss auch von außen. Ich meine, ihr seht, es braucht immer ein bisschen. Also ich werde da. Ich habe irgendwie gerade so ein bisschen die Befürchtung, dass ich noch mal eine Runde brauche, um den Tag noch mal zu fertig zu spielen. Ich weiß gerade gar nicht. Dann hätte ich jetzt 4 Mal hier verbracht. Aber irgendwie finde ich es halt auch schön, ja, auch ein bisschen Zeit mal für die Einzelnen zu benötigen. So, ich würde sagen, sie war ja so ein bisschen sportbegeistert. Habe ich irgendwas Surfermäßiges mit? Ja, habe ich. Mit Pink. So, dann stell dich mal dahin dein Bett. Dann bekommst du hierhin das da. Dann bekommen wir natürlich noch, das stellen wir in die Ecke. Wobei, das ist vielleicht nicht ganz so gemütlich. Ich sehe gerade, wir haben tatsächlich sehr große Zimmer auch für sie, für beide. Also, ja, das ist tatsächlich total ausreichend. Ich mache ja immer so. Oh, das passt gar nicht drüber. Aber, warte mal. So, rein. Übers Bett. So. Was wollte ich denn sagen? Ich mache hier immer so ein bisschen ausreichend. Also, nein, ich wollte was anderes sagen. Warte mal, genau, du kriegst hier oben nochmal so eins. Oft sind die Betten oder die Zimmer ja nicht ganz so groß. Aber sie sind schon echt groß, ja, wenn ich es mir so bedenke. Und das hier ist jetzt wirklich ein ganz schön großes Zimmer, finde ich. Aber das ist einfach so. So. Genau. Wir stellen es einfach mal ein bisschen voll. Was auch immer. Oh ja, ein bisschen. Ja, immer müssen wir nicht ordentlich sein, ne? Nee, das nehme ich nicht. Das finde ich immer ein bisschen schade. Aber gut, das sieht zu mir so, ich finde immer, das sieht so ein bisschen dreckig aus. Das nehme ich tatsächlich, weil das finde ich zu wenig. Ich finde das ganz cool. Das wäre noch eine andere Variante mit Blümchen. Ich nehme aber das, oder? Ja, ich nehme das. So, ich guck mal gerade, er ist ja was basteln, Familie. Ich würde ihn deswegen mal Elite geben. Ich glaube, ich habe Elite noch nie einem Jungen gegeben. deswegen, er kriegt das einfach mal. Ja, somit. Sehr ungewöhnlich eigentlich. Und blau mache ich es. Das kriegt er natürlich nicht. Aber das habe ich eigentlich mal gesucht gehabt. Na egal. Blau. Passt ja auch nicht zum Jungen eigentlich, wenn ich das jetzt so gerade anschaue. Aber ich nehme das hier. So, guck mal. Habe ich denn. Ach so, ich habe hier. Stuhl. Das will ich noch. Stuhl.
sehr ungewöhnlich, finde ich gerade. Ich merke wirklich gerade, ich habe das immer nur den Mädels gegeben hier. Oh, genau. Warte mal, hier kriegst du einmal das hier. Und ich würde. Nee, beim Eingang. Und ihr gebe ich hier drüben auch nochmal mit. Das mache ich mal tatsächlich mit Blumen. Das sieht nämlich viel schöner dann aus. So. Ach ja, das fehlt noch. Stelle ich auch dahin. Oh. Doch. Kommode habe ich drüben. Hey, habe ich jetzt gerade so im kurzen Moment gedacht, hatte ich eine Kommode? Ich mache mal ohne. Man könnte es natürlich auch nochmal hier drüben hinstellen. Ja, das passt doch auch ganz gut. So. Dann nehmen wir das schmutzige Blau. Ja, okay. Es ist auch ein riesiges. Ich hätte gar nicht vergrößern müssen. Es ist ein riesiges Zimmer. Na egal. So, was brauche ich noch? Ich brauche noch ein paar Vorhänge. Und zwar, ja, die passen. Blau. Dann brauche ich noch für dich noch eine Lampe, die von oben kommt. Oder auch zwei. Das Zimmer ist nämlich so groß. Und hier ans Bett stelle ich dir die Lampe. Und hier stelle ich diese drauf. So, dann brauche ich noch. Sie ist ein bisschen ordentlicher. Und er ein bisschen nicht so ordentlicher. Perfekt. Dann würde ich mich aber erstmal ins Bad trauen. Ich merke auch gerade, ich nehme immer die gleichen Badewannen und so, ne? Die habe ich nämlich gar nicht. Komfort 6, Hygiene 6. Hier habe ich halt Hygiene 10. Ja, ist halt so, ne? So, machen wir mal ein bisschen grün hier. Und dann noch einen, das da. Und Vorhänge mache ich mal so die kurzen hier. Das passt hier nicht, warte mal. Die Katze liegt gerade auf meinem ja, kann sich wieder hinlegen. Ich werde hier auch immer wieder mal noch ein bisschen. Das hinzufügen. Grün wollte ich haben, ne? Also grün. Das da. Perfekt. Und einmal Fliese. Auch hier mal irgendwas mit grün. Passt nicht zusammen, finde ich. Passt eh auch nicht so wirklich zusammen. Okay, das nehme ich mal. So, ich werde hier auch nochmal im späteren noch das ein oder andere hinzufügen, aber das sollte jetzt hier erstmal reichen. Holzboden hier oben. Und dann, ja, okay. Tapete. Was nehme ich denn hier oben? So was in der Art? Ja, das sieht doch ganz nett aus.
So, das soll es auch hier oben gewesen sein. Ich tatsächlich habe schon wieder eine ganze Folge jetzt hier oben gebaut. Sieht aber irgendwie, oh, irgendwie voll. Entschuldigt. Die Vorhänge zu dem Pinken gefällt mir richtig gut. So, okay, also die beiden haben jetzt ein Zimmer. Wir haben 22:14 Uhr. Und ich mache es jetzt einfach so. Also, warte mal, entspannen. Entspannen. Das machen wir gerade hier oben noch. Dass die beiden jetzt hier oben mal fix noch ein Kind machen. Dass wir, also dabei können wir noch mal gut zuschauen. Ihn schicke ich mal ins Bett. Du gehst hier mal duschen. Und du gehst hier dann ins Bett. So, die beiden sind hier drin und ich glaube, das ist ihr erstes Techtelmechtel. Baby machen. Ja. Und? Ich habe nichts gehört. Okay, da dürfen Sie noch mal ran. Zwei Zimmer haben wir ja jetzt hier für die beiden noch frei, also für zwei Kinder. Und ansonsten alles andere müssen wir dann halt später einfach noch mal planen und weitermachen. Ja, und schauen, wie es dann weitergeht. Ich glaube, ich sage jetzt erstmal ein Tschüss und Goodbye. Ich selber spiele das jetzt die paar Stunden noch fertig. Ich denke nicht, dass jetzt so viel noch passiert. Ja, es also, sind halt jetzt drei Folgen. Wir sehen uns dann im Hause Blender wieder. Ich sag also ein Tschüss und Goodbye. Lass es dir gut gehen. Lass mir gerne einen Kommentar und oder einen Daumen nach oben hier, wenn es dir gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Eure Saginata. Ciao, ciao.